Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie, dass ihr hier seid zu diesem zweiten Future Talk hier im Schubert Theater und digital zugeschaltet. Im ersten Future Talk hatten wir auch schon kurz darüber geredet, über Digitalität und Theater, über Möglichkeiten, die sich ergeben, hatten auch festgestellt, dass es gar nicht darum geht, dass man mit diesen digitalen Formen unbedingt ein Theater versucht zu ersetzen, sondern neue Möglichkeiten eben ausprobiert, offen ist für Techniken. Und in diesem zweiten Talk soll es darum gehen, eben um das Thema Wissenschaft und Kunst. Und ich freue mich, dass hier sehr interessante Gäste heute Abend da sind, die ich begrüßen darf für diesen Talk. Genau, mein Name ist Oliver Maus, ich bin Journalist beim Magazin The Gap und arbeite zudem auch in der freien Theaterszene. Und genau, mit hier auf der Bühne habe ich zum einen in der Mitte Lukas Meierhofer, studierte in Wien, Neu-Delhi, Helsinki, Berkeley und Konstanz sowie vorübergehend am CERN. Und genau, seine Dissertation zu Bertolt Brechts Interferenz mit Quantenphysik gewann den Doc Award 2015. Er veröffentlicht in beiden Bereichen, das heißt Brecht und Quantenphysik. Schön, dass du da bist. Genau, dann habe ich direkt neben mir Reni Hofmüller. Sie konzentriert sich auch auf genau diese Zusammenhänge Kunst und Technik, Wissenschaft. Ihr mittlerweile wichtigstes Medium ist der Klang. Das heißt, aus dem Piraten-Radiosendern heraus, beziehungsweise mittlerweile Radio Helsinki, macht sie Radio, aber ist auch in der feministischen Post-Punk-Band Lonesome Hot Dudes aktiv. Sie ist eine der Gründerinnen und Leiterin des ESC Medienkunstlabors und Mitgründerin von der Initiative für Netzkultur WUR.at. Genau, und engagiert sich in feministischen Technologiekollektiven und im Transhack Feminist Meeting und beschäftigt sich mit dem Konzept feministischer Server. Schön, dass du da bist. Genau. Dann haben wir zugeschaltet Alexander Kerlin, Dramaturg von 2010 bis 2019 am Schauspiel Dortmund und 2019 Mitbegründer der Akademie für Theater und Digitalität. Genau. Das ist ein Ausbildungscampus für Weiterbildung und Forschung, also quasi ein Ankommen des Theaters im Zeitalter der Digitalität. Genau. Außerdem ist er seit der Spielzeit 2019/2020 Dramaturg am Burgtheater in Wien. Hallo. Genau, hier auch vor Ort noch Simon Meusburger mit auf der Bühne, österreichischer Regisseur sowie seit 2007 Direktor und Hausregisseur hier am Wiener Schubert-Theater und genau, verantwortlich für die heutige Inszenierung, die wir gesehen haben von Projekt Pinocchio, die in dieser Version zu 70% mit einer künstlichen Intelligenz zusammengeschrieben wurde. Schön, dass du mit dabei bist für diesen Talk. Und außerdem ist noch dabei Olivier Schaffer. Genau, seit 2014 ist er Virtual Reality Pionier und 2015 eben maßgeblich beteiligt mit seinem Know-how quasi zu Virtual Reality bei der Eröffnung des ersten VR-Cafés in Wien. Und genau, es geht ihm darum, neue Technologien möglichst einfach Menschen verfügbar zu machen. Und damit ist er auch immer noch quasi mit seiner Firma aktiv, das mit in Meetings zu tun, beziehungsweise bei Messen und so weiter. Oder auch jetzt hier vor Ort quasi mit eben diesen Möglichkeiten VR auch hier in den Theaterraum zu bringen. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, ich würde auch gerne einfach mal meine erste Frage gleich an dich richten. Und zwar, wenn es jetzt darum geht, eben Wissenschaft und Kunst, erstmal vielleicht, wie du darauf gekommen bist zum Thema Virtual Reality und wie da so der Zusammenhang dann kam, das auch mit dem Kunst- und Kulturbereich zusammenzumachen. Ja, guten Abend allerseits. Olivier Schaffer mein Name. Die Geschichte erzähle ich ganz gerne. Wie bin ich so früh zu Virtual Reality gekommen? Und zwar, es war bei einer Vernissage, wo ein Künstler sein Projekt eben mit einer damals,
einer allerersten Version einer VR-Brille gezeigt hat. Und das ist eben schon ja, über fast 7 Jahre her. Und durch Zufall, weil ich gerne eben im Kunstbereich ja, mich herumtreibe sozusagen und auf vielen Vernissagen und Präsentationen war, sah ich diesen Künstler, der diese Brille aufhatte, etwas Neues. Ich habe das, sag mal, ihr nur gehört, dass es sowas gibt, aber auch noch nicht live gesehen. Bin natürlich sofort hin, habe die Brille aufgesetzt, war noch klobiger als diese hier, war sehr eckig, meine erste Version, die ich auch nicht kaufen konnte. Aber was ich gesehen habe, wie ich sie aufgesetzt habe, ich würde sagen, mir sind sprichwörtlich die Augen aufgegangen. Ich habe eigentlich einen Raum gesehen, eine Art Weltall, eine Tiefe, und in dieser Tiefe waren geometrische Figuren. Und diese geometrischen Figuren waren einfach so unglaublich groß, so plastisch, so dreidimensional. Das war ich werde es bis heute nicht vergessen, weil mein erstes Erlebnis war, mit Virtual Reality in Kontakt zu kommen. Und ich kann jedem sagen, der das erste Mal eine VR-Brille auch aufhat, es wird in Erinnerung bleiben, weil es eben ein ganz neues Sehen ist, ein neues Gefühl, etwas zu erleben, zu sehen, zu erfahren und hier auch anders als eben das Medium Fernsehen, Medium 3D-Kino, das man kennt. Es ist etwas völliges Neues gewesen damals und es war mir in dem Moment klar, da möchte ich weitermachen, das hat Zukunft. Und da ich schon immer für Technologie begeistert war und auch im Bereich Sales, Marketing, Technologie, Kunst eine Mischung in mir trage, ich komme aus einer künstlerischen Familie, habe ich das dann zum Anlass genommen, ja, hier einzusteigen und diese Technologie sehr früh nach Wien zu bringen als Entwickler. Und ja, das Ganze hat sich dann in einem VR-Café, das frei eben im 7. Bezirk manifestiert, das Freunde von mir gegründet haben. Und ich war hier maßgeblich beteiligt bei der technologischen Umsetzung. Und es war, ja, bis heute lässt mich die Faszination einfach noch nicht los. Vielleicht daran jetzt auch anknüpfen, so diese Motivation irgendwie mit Technik zu arbeiten an dich, Simon. Wir haben jetzt gerade eben eine Inszenierung gesehen von Pinocchio, eben die du zusammen mit einer künstlichen Intelligenz geschrieben hast und damit ja schon irgendwie auch was zusammenbringst. Also einmal ein Stoff, der ja auch über 100 Jahre eigentlich schon alt ist und den nochmal mit technisch neuen Mitteln so umzusetzen. Was waren da so deine Herangehensweise, was war die Idee dahinter? Also es bietet sich natürlich Pinocchio an, als Figurentheater muss man das irgendwann mal machen. eine Geschichte über künstliche Intelligenz wollte ich auch schon immer erzählen. Und dieser Menschwerdungsprozess vom Ding, von einer unbelebten Materie auf die unbedingt menschlich sein möchte, da hat sich das irgendwie angeboten, das zu kombinieren. Und ich habe mir die Frage gestellt, also es war relativ klar, ich möchte so eine Geschichte erzählen, dass der Pinocchio ein Roboter ist, der eben was Unmenschliches oder noch nicht was Menschliches hat. Und da war die Frage, wie, wenn ich das schreibe, wie spricht dieser Roboter? Und da habe ich eben recherchiert, was gibt es da gerade im KI-Bereich. Und da bin ich auf eben ein Sprachprogramm gestoßen, das auch öffentlich zugänglich war. GPT-2 hieß das, von einer Organisation, die, glaube ich, auch von Elon Musk irgendwie gesponsert ist. Das ist so ein Open-AI-Projekt, wo es verschiedene Bereiche gibt, wo die eben mit künstlicher Intelligenz forschen. Und eines davon war so ein Sprachprogramm. Und da habe ich mir gedacht, das probiere ich aus. Weil dann kann der Roboter so reden, wie er eben reden soll, nämlich als künstliche Intelligenz. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Da gibt es dann so eine Eingabemaske und ich habe das ausprobiert und ich war wirklich sehr fasziniert, wie der da diese Sprache zusammenbaut und habe ihn gefüttert mit Passagen aus dem Original Collodi Pinocchio, habe dann auch den Output wieder als Input genommen, um so möglichst Maschinensprache sozusagen rauszukriegen und habe dann quasi mehr dramaturgisch dann gearbeitet, wirklich nur eingegriffen, wenn es dann ganz unlogisch geworden ist, dass man so ein bisschen sagt, okay, da kann man das so in diese Geschichte einbinden, aber es war dann wirklich so, dass
in etwa ja, so 70% von dem Stück, das wir jetzt gesehen haben, kommt wirklich aus dieser Maschinencollage-Sprache. Und es war schon spannend für mich zu sehen, dass man es dann, wenn das gut auch eingebunden ist, nicht mehr wirklich so immer merkt, so wo, es gibt natürlich schon Hinweise drauf, wenn man sich jetzt den Text genau anschaut, aber man sieht immer weniger, wo könnte jetzt das eine menschliche Sprache sein und wo ist das eine Computersprache. Und das ist ja auch das Faszinierende, finde ich, an der Geschichte und was das mit dem Publikum macht, wenn eben so Bereiche, die man so klassisch als die menschliche Kreativität sieht, und da haben jetzt irgendwie Maschinen oder künstliche Intelligenz nichts verloren, weil das gehört uns, das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Wenn das dann, wenn man da dann draufkommt, okay, das funktioniert in Ansätzen schon. Mit der Musik ist es mir fast noch extremer so gegangen. Also ich habe dann auch mit einem Programm gearbeitet, das heißt Aiwa, Artificial Intelligence Virtual Artist nennt sich das, ist auch ein eingetragener Komponist mittlerweile, wo man auch Dateien zahlen muss, wenn man Musik verwendet. Da habe ich dann auch wirklich, also da kann man ihm dann sagen, okay, so und so soll der Style sein von diesem Stück, und die ganze Musik, die sie gehört haben, ist aus der Feder, wenn man so will, von dieser Kompositionsmaschine. Und das fand ich, ich habe auch lang Klavier gelernt und ich mache selber auch oft Musik fürs Theater, das fand ich faszinierend und verstörend zugleich, so mit dieser Maschine zusammenzuarbeiten und zu sehen, was da rauskommt und was das mit einem selber macht. So war der Arbeitsprozess und so ist die Idee entstanden. Reni, ich habe das Gefühl, dein Hintergrund ist auch nochmal so doch ein anderer irgendwie dazu, wo es vielleicht weniger um so einen bestimmten Clash quasi dieses Künstlerischen und der Technik geht, sondern auch nochmal um so Netzwerke. Und bei dir ist es auch so, du arbeitest schon sehr lange an genau dieser Schnittstelle von Kunst und Technik und Wissenschaft. Was sind jetzt auch, wenn du da so ein bisschen zurückgehst, was sind da so deine Zugänge, die du da gefunden hast an diesen Schnittstellen? Ja, hallo. Auch meinerseits ist es eine riesige Frage. Ich würde es vielleicht so beschreiben, alles das, was ich mache und womit ich mich auseinandersetze, verbindet, ist immer wieder dieses Wissen wollen, was ist in dieser Blackbox drin. Also welche Möglichkeiten habe ich als Benutzerin, als Userin, als Künstlerin, als Aktivistin, aus welcher Perspektive auch immer, welche Möglichkeit habe ich zu wissen, wie diese Werkzeuge funktionieren, die uns umgeben und die ja auch prägen, wie wir Sachen machen, und wie kann ich es auch mitgestalten, und das Gestalterische kann sowohl im Technologischen liegen, im Technischen, als auch in dem, in welche Richtung Technologieentwicklungen überhaupt gehen. Und ich finde es sehr spannend, ja, ich bin ein sehr technophiler Mensch. Ich finde es aber unglaublich wichtig, irgendwie uns mit den Dingen tatsächlich auseinanderzusetzen, die alles das prägen, was wir tun. Ja, und da gibt es meiner Meinung nach einfach eine gesellschaftliche und eine politische Verantwortung, nicht einfach alles zu nehmen, was da ist, also nicht in dieser, ich sage mal, Supermarkt-Ideologie einfach hinzugehen und zu sagen, okay, das ist gerade da, das nützt mir, das kann ich so verwenden, wie ich will, das tut nicht genau das, was ich möchte, dann nehme ich mal was anderes, sondern eher irgendwie darüber nachzudenken, wie sollen denn diese Werkzeuge wirklich sein, und gibt es welche, und das ist auch die Idee mit dem feministischen Server, weil das irgendwie in der Vorstellungsrunde da bei jemandem Schmunzeln ausgelöst hat, wie können wir anders über Technologie nachdenken, als das, was uns einfach so angeboten wird, weil das meiste von dem, was uns umgibt, da sind wir quasi, also die Menschen sind eigentlich am Ende der Kette, dass man dann, wir passen uns den Maschinen an, ja, also Spracherkennung funktioniert so, dass ich so sprechen muss, damit die Maschine mich versteht. Das gibt es ja mit der Handschrifterkennung oder so. Also es ist sozusagen, die Möglichkeiten der Maschine trainieren ja uns da recht stark. Und das finde ich, das ist sowas wie ein roter Faden, und da ist dann egal, ob das zum Radio geht, das es schon sehr lang gibt, oder Internet, das jetzt auch schon eine Zeit herum ist, oder halt jetzt Machine Learning. Ich verwende lieber den Begriff Machine Learning und nicht künstliche Intelligenz. Ich halte es für eine Übersetzungs-
Fauxpas, sage ich jetzt mal, weil Intelligence nicht das gleiche ist wie Intelligenz. Lukas, du hast in dieser Abschlussarbeit über Brecht und Quantenphysik, du hast etwas zusammengebracht, was schon zusammengehört in sich. Und genau in einem vorigen ZuschauerInnen-Gespräch, Publikumsgespräch hier, hast du auch darüber gesprochen, dass Beobachtung die Welt verändert als Teil des Geschehens. Und dass auch dieser bewusste Akt, also des Schauens oder des Nichtschauens, dass auch das Nichtschauen quasi Teil davon ist. Jetzt habe ich mich aber doch gefragt, welche Konsequenz ziehst du daraus für das Theater, wenn auch quasi das Nichtschauen Teil des Geschehens ist? Was bedeutet das dann für das Theater? Ich bin selbst auch bitte. Ich glaube, dass das Nichtschauen und die Rolle des Nichtschauens halt in der Pandemie fürs Theater ganz drastisch klar geworden ist. Was ich spannend finde, ist, und das ist eigentlich eine Frage sozusagen, die ich zurückgeben möchte an die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen hier und an die Leute, die hier das Theater machen, also weil ihr ja gerade diese digitalen Formate jetzt auch gezwungenermaßen ausprobiert und austestet und auch schon gefallen ist, dass das sozusagen den Wunsch ausgelöst hat, dass bitte gebt mir mein Theater zurück. Aber umgekehrt, meine Frage, hat es nicht auch den Wunsch ausgelöst, bitte gebt mir mein Publikum zurück? Und also sozusagen, ich glaube, es ist eine Frage, die sich nicht an mich richtet. Was hat das mit euch Schauspielern, Schauspielerinnen, Regisseuren, Regisseurinnen hier gemacht, dass ihr für ein Publikum gespielt habt, aber für ein Publikum gespielt habt, das ihr nicht gesehen habt, das nicht präsent war im Raum? Ich kann es für mich als Lehrender sagen, wenn ich 50 Studierende unterrichte in meiner Vorlesung und davon niemanden sehe, dann sage ich ihnen, ich schalte meine Kamera jetzt auch aus, ne? Denn die Kommunikation muss beidseitig laufen und es ist unglaublich schwierig zu unterrichten, wenn man nicht sieht, ob die Leute einen verstanden haben oder nicht. Also, es ist unmöglich. Dann würde ich das vielleicht tatsächlich als Frage an Alexander Kalin gerne weitergeben und das vielleicht auch so ein bisschen daran damit verknüpfen, eben mit dieser Akademie für Theater und Digitalität. Ist genau diese Thematik dann auch etwas, was quasi seine Notwendigkeit für die Bildung einer solchen Akademie bedingt hat, vielleicht? Erstmal hallo auch von meiner Seite. Kann man mich gut hören? Ja? Super. Ja, ich wünschte, ich könnte auch mit euch zusammen im Raum sein heute. Leider habe ich Corona in der Wohnung, nicht selber, aber meine Tochter, deswegen kann ich leider nicht da sein. Ich hätte eine winzige Bitte, wenn ihr mich so ein ganz klein bisschen nach rechts rückt, dann könnt ihr die Kinder gehen. Und dann hätte ich auch alle im Blick. Ja. Ja, danke schön. Super. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe gerade, aber die Akademie haben wir begründet aus einer Notwendigkeit heraus des Gefühls eines Mangels. Das Theater Dortmund ist ein Stadttheater, wie andere Stadttheater auch, mit normalen Produktionszyklen, von Vorbereitung von einem Jahr und dann einer Probenzeit von 6 bis 8 Wochen und dann hat man Premiere. Und wir haben halt festgestellt, dass wir relativ schnell mit dem, was wir technologisch ausprobieren wollten, auf der Bühne, in der Kommunikation, in der Betriebstechnik, an Grenzen gestoßen sind, wo wir gemerkt haben, in den normalen Zyklen von Theaterproduktion kriegen wir es nicht hin,
diese Sachen zu lösen. Denn das sind ja auch künstlerische und kreative und wissenschaftliche Prozesse, bestimmte Dinge zu erfinden für die Kunst. Und da gab es konkret ein Erlebnis, das wir versucht haben für eine Oper, die wir gemacht haben, Einstein on the Beach von Philip Glass. Wir wollten eine Synchronisation des Lichtes mit den einzelnen musikalischen Noten, die das Orchester spielt, hinbekommen. Und als wir darüber mit ProgrammiererInnen diskutiert haben, sagten sie, ja klar, da können wir euch helfen, das dauert ein halbes Jahr ungefähr Entwicklungszeit, das, was wir uns doch vorgestellt haben. Und dann haben wir gemerkt, so geht das nicht. Wir brauchen einen Ort für künstlerisch-technologische Forschung, wo man auch die Probebühne als Ort begreift, an dem technisch geforscht und ausprobiert wird. Und interessanterweise sind wir mit dieser Idee im Jahr 2018, 17 bei den PolitikerInnen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen und auch EU-PolitikerInnen offene Türen eingerannt. Die fanden das alle super. Und da wird inzwischen ein Neubau gebaut in Dortmund, wo diese Akademie dann auch langfristig einziehen soll, in der es Stipendien gibt für Menschen, die technologisch-künstlerisch forschen, und zwar in Hinblick auf Bühnenarbeit. Es gibt Fortbildungen für Betriebstechnik dort, und das alles möglichst eingebettet in den Theateralltag eines Stadttheaters. Ja, was ich interessant finden würde, wäre jetzt vielleicht auch an dich, Simon, da so diese Frage, seid ihr da auch an ähnliche Grenzen gestoßen, als es darum ging, eben genauso technisch irgendwie mal Sachen auszuprobieren? Was war da der Prozess, der angestoßen wurde, um das jetzt hier für weitere Experimente im Theaterraum eben umsetzen zu können? Ja, wir sind sofort an technische Grenzen gestoßen, natürlich, das für uns ja ein komplett neues Feld war. Und also vielleicht, weil es darum ging sozusagen, weil du, Lukas, auch die Frage gestellt hast, so sozusagen mit der, es gibt dann keine Beobachtung und wir können die Reaktion des Publikums dann auch nicht mehr wahrnehmen und die auch nicht mehr als Gruppe wahrnehmen. Das war natürlich für uns am Anfang, als wir uns überlegt haben, was wäre für uns spannend, als digitales Theater zu machen, genau die Frage. Weil diese Live-Kommunikation, wir befinden uns alle im selben Raum, nicht umsetzbar schien zunächst. Wir haben dann aber ein Projekt gemacht, wo ich glaube, dass das schon ein spannender Schritt in eine Richtung sein kann. Das heißt, Maybe 2.0 gibt es auch noch online zu erleben. Und da haben wir mit Hilfe einer Plattform Mozilla Hubs, die eigentlich so für so gamifizierte Meetings irgendwie, glaube ich, gestartet wurde und aber auch eine freie Plattform ist, die man ganz gut auch für Performance-Dinge verwenden kann, haben wir angefangen zu experimentieren, da unsere teilweise filmischen, teilweise installationsartigen Räume zu präsentieren. Und die hat eben einen Vorteil, dass wir zwar alle allein zu Hause sitzen, aber einen digitalen Avatar bekommen und schon eine Simulation eines zusammen im Raumseins, zusammen miteinander kommunizieren können, bekommen. Und ich auch als Theatermacher, also wir machen das dann so, dass ich oder unsere Dramaturgin Diana die Leute hier begrüßt auch. Und da kriegen wir dann auch wirklich das Feedback. Und so bin ich auch auf die Virtual Reality Geschichte gekommen, weil das geht auch mit einer VR-Brille. Und da hat man dann natürlich noch mehr da hat man so das Gefühl von Präsenz von allen Leuten. Also ich sehe die alle, die sind mir näher oder weiter weg. Ich höre die auch weiter weg oder näher. Und das fand ich faszinierend als Schritt in eine mögliche
Annäherung von Theater und Digitalität, auch eben mit diesem gemeinsamen Raum. Das finde ich auch schön, wenn man zum Beispiel dort gemeinsam einen digitalen Theaterfilm zusammen anschaut und da gibt es dann auch wenigstens sofort die Reaktionen, da höre ich, wenn jemand lacht, da höre ich, wenn jemand klatscht oder wenn er gerade Chips isst, egal. Aber es ist trotzdem so, das, was jetzt bei diesen allerersten Streaming-Versuchen einfach abgegangen ist. Natürlich. Genau. Und da findet diese gegenseitige Beobachtung, würde ich sagen, dann auch wieder statt. Und je mehr man dort natürlich live spielen kann, da sind wir dann schon noch, da gibt es noch viele technische Hürden, da können dann auch nur 20 teilnehmen und die müssen auch gutes Internet haben und so weiter und so fort, sonst wird es dann sehr schnell mühsam. Wenn diese Hürden nach und nach genommen werden können, also da kann einfach mehr live mit gegenseitiger Beobachtung auch über die Überwindung des Raumes hinweg stattfinden, würde ich sagen. Ja, ich würde da gerne gleich, also was mir gleich eingefallen ist, ist auch, da gibt es dann wieder so, wie soll ich sagen, da sind alle im gleichen Raum. Ja? Also da gibt es sozusagen ein gleiches, so wie wir jetzt, auch wenn wir auf der Bühne sitzen und das natürlich anders ist, aber das ist halt auch, wir sprechen jetzt, aber ihr habt vorhin gespielt und das ist schon klar, es gibt verschiedene Funktionen in dem Raum, aber wir sind alle in dem gleichen Raum. Weil das, was Streaming ja macht, ist, dass es uns reduziert auf Rechtecke, auf einem unterschiedlich großen, unterschiedlich guten Bildschirm, aber es ist immer das Gleiche und es ist das gleiche Instrument, wiederum das gleiche Werkzeug, mit dem ich arbeite, mit dem ich herum privat kommuniziere und mit dem ich das oder mit dem ich irgendwelche Streaming-Sachen anschaue, mit dem ich Fernsehe oder wie auch immer. Und das macht von vornherein so einen, das hat dann einen, also mir macht jemanden, der viel passiver ist. Ja? Da sitze ich dann da und schaue zu. Ja, aber ich bin, und ob ich dann dazwischen drin aufs Klo gehe oder was auch immer, ist egal, ja, weil das überhaupt niemand mitkriegt und ich finde, das spielt so eine riesige Rolle, dass man im gleichen Raum ist. Und also wir haben in der, also jetzt nicht nur, die Pandemie hat das verstärkt, aber ich arbeite in einem Bereich, wo wir das schon jetzt sehr lang gemacht haben, dass wir mit Videokonferenzen und auch mit verschiedenen so Chat-Plattformen und so irgendwie gearbeitet haben, wo das alles im gleichen Bildschirm passiert, also wo man gleichzeitig, ich sage mal, die Bühne und die Bar und den Publikumsraum so gestalten kann und auch moderieren kann. Ja, da braucht es dann auch Personen, die sich darum kümmern. Das reicht nicht, dass man einfach nur sagt, okay, da rennt halt der Chat. Ja, da braucht es auch Leute, die so wie die, die an der Bar stehen, einfach irgendwie, also wo man auch an der Bar stehen kann und einfach plaudert und jetzt nicht notwendigerweise irgendwelche großartigen Dinge diskutieren muss, weil wir haben ein Symposium und eine Buchpräsentation so gemacht. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, irgendwie darüber nachzudenken, dass diese Räume ja nicht nur technologische sind, sondern eben auch soziale Räume sind. Und die verschiedene Funktionen erfüllen sollen. Und das ist so wie beim Theaterbesuch, das wichtig ist, dass es den Bereich gibt, wo einfach klar ist, man plaudert nicht, man ratscht nicht während der Vorstellung, aber wenn man jetzt wirklich dringend plaudern will, weil man die Person schon so lange nicht mehr gesehen hat, dann geht man halt an die Bar. Ja? Und das darf parallel passieren und das ist auch wirklich völlig okay. Und das, also ich finde, dieses Verstehen, dass das verschiedene Funktionen sind, so wie beim Unterrichten oder so, heißt einfach, man muss diesen verschiedenen Bedürfnissen einen Raum geben und auch Zeit geben, ja, auch Pausen machen zum Beispiel oder so. Und das finde ich, also das ist was, wo ich das Gefühl habe, da lernen sehr viele Leute gerade sehr viel Neues kennen und alles, was dann in Richtung Virtual Reality geht und so, du hast es schon gesagt, ist halt auch wiederum eine Frage, ist ein bisschen auch, ja, also da ist der Stolperstein die Infrastruktur, wer ist in welcher Weise angebunden, wer hat da VR-Fälle, ich meine, das ist klar, das wird jetzt schon günstiger und so, aber trotzdem sind das halt auch wiederum letztlich auch ökonomische Fragen, das muss man einfach auch mit bedenken. Ja, das Stichwort Virtual Reality muss ich natürlich aufnehmen. Und du hast es auch gesagt, die Technologie wird günstiger, das muss man wirklich betonen. Also vor einigen Jahren hat das noch das Zehnfache gekostet und mittlerweile ab 350 Euro ist man dabei. Also jetzt mal, dass man auch einen Wert hat, wo geht es eigentlich los mit deiner Brille, wo ich Content und das ansehen kann, wovon auch du, Simon, geredet hast. Aber mein Weg oder warum ich das so schnell erkannt habe, dass hier wahnsinnig viel Potenzial liegt, ist, dass wir hier etwas umsetzen können, eben gerade im Bereich mit Künstlern entsteht ja sehr früh etwas Neues. Ja? Also gerade die Künstler sind die Ersten, die etwas
auch technologisches in die Hand nehmen und sagen, wie können wir das mit hineinnehmen, um etwas Neues zu kreieren. Und in dem Fall bin ich eben auch an das Schubert-Theater herangetreten, also eben aktiv und habe mich vorgestellt und gesagt, du, es gibt hier eine neue Technologie und die passt so gut zu euch, ich muss euch das zeigen, ich muss es dir zeigen. Also ich war, in meinem Kopf war das Projekt eigentlich schon fertig, weil ich wusste, Puppen, ja, und Puppentheater ist eigentlich prädestiniert dafür, auch in Virtual Reality zu erleben, weil ich viel näher an diesen Puppen im Rand dran sein kann und sie wirklich hautnah erlebe und greifbar machen kann. Und deswegen empfehle ich jedem, das sich auch wirklich anzusehen und nicht nur darüber zu reden, denn Virtual Reality funktioniert erst dann, wenn ich die VR-Brille aufsetze und mir das ansehe. Was ich interessant finde, ist bei dieser Frage zu Technik und Kunst auch immer diese Frage, von der ich das Gefühl habe, da kommt auch schon sehr, sehr schnell sowas, dieser Aspekt quasi rein, für wen wird Theater gemacht und für wen sind eben verschiedene Formen einfach auch interessant. Und da gibt es auch jetzt relativ neu eben eine Studie, die eben auch genau sowas aufzeigt, was, denke ich, viele von uns auch quasi vermuten würden, dass halt viele junge Leute sehr interessiert daran sind, auch digitale Formen, oder die auf jeden Fall offener sind dafür, digitale Formen und eben als Verschmelzung mit Kunst, verschiedener Kunst quasi zu sehen. Genau, und da würde ich auch gerne fragen, ob das auch eine Überlegung eben sein kann, eben auch aus so einer Theater-, aus einer Dramaturgensicht sich dem Thema auch anzunähern, quasi wie man Technik einbinden kann. Ja, Moment. Wir hören dich gerade nicht. Hast du schon gehört? Ja. Ja. Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann ist das im Hinblick auf die auf vielleicht neue Sehgewohnheiten oder andere Sehgewohnheiten des Publikums zu reagieren. Ich glaube, dass das natürlich auch eine Rolle spielen sollte oder eine Rolle spielt, denn natürlich verändert sich das über die Zeit und mit den neuen Alltagstechnologien, die Menschen benutzen, ändert sich was zum Thema Zeitgefühl, zum Thema Wahrnehmungsspanne, zum Thema wie Dinge, was wird als langsam, was wird als schnell wahrgenommen und so. Natürlich ist es dann auch selbstverständlich, dass die Leute, die mit solcher Technologie im Alltag umgehen, sobald sie anfangen, Theater zu machen, dass es sich dann auch ändert oder die Wünsche anders werden und gleichzeitig auch das Publikum, glaube ich, dann dort anders drauf reagiert. Also die Frage, glaube ich, von der ich das gerne betrachte, ist aber nochmal ein bisschen so aus so einer anderen, aus so einer anderen Richtung, denn eigentlich geht es mir sehr um die Frage der Forschung, aber auch im Sinne von gesellschaftlicher Kritik vielleicht, ja, also wenn man das Theater auch als Ort versteht, an dem man Kritik übt, im Sinne, dass man gemeinsam übt, kritisch zu formulieren und kritisch nachzudenken und über das, was uns umgibt. Und ich habe bisher keinen besseren Ort kennengelernt als die Theaterbühne, um über Technik nachzudenken, denn dort kann das, was wir sind, aus Fleisch und Blut und Knochen und so weiter, auf das treffen, was wir auch sind, nämlich die Technologie. Und diese Form von Aufeinanderprallen, von dessen, was man annimmt, was ein Mensch ist, und das, was gemeinhin als natürlicher Mensch bezeichnet wird, von dem wir immer noch irgendwie ausgehen, dass der jenseits von Technologie existiert. Wobei, wenn man einfach in der Straßenbahn sitzt oder in der U-Bahn und sich mal umschaut, sehe ich kaum einen Menschen, der nicht die Technologie am Körper hat, und zwar pausenlos. Das heißt, wir sind ja Wesen, die verbunden sind mit Technik und zwar weltweit vernetzt oder potenziell weltweit vernetzt. Über diese Dinge. Und das führt zu einer ganzen Menge Konsequenzen für unser Miteinanderleben, fürs Zusammensein, fürs Zusammenarbeiten. Wie funktioniert Liebe? Wie funktioniert Selbstgefühl, wie funktioniert
Depressionen, ja, was sind das alles für, also das hat ja alles miteinander zu tun. Also die ganzen großen Themen des Theaters und der Kunst sind auch technologische Themen. Und ich glaube, von dort aus haben wir immer versucht zu denken, wie können wir denn die Technologien auch im Sinne der Selbstermächtigung, von der Reni gerade gesprochen hat am Anfang, dass man sie nicht nur nutzt, sondern dass man sie, ich persönlich bin jetzt nicht so gestrickt, aber natürlich, dass man sich die Leute ans Theater holt. Wir haben in Dortmund viel mit dem dortigen Ableger des Chaos Computer Clubs zusammengearbeitet und haben mit denen eng gearbeitet und gesagt, was denkt denn ihr über dieses Thema? Weil das sind ja auch politisch denkende Menschen. Und wenn man die dazu holt und anfängt, die Technologie irgendwie so zu versuchen, zu verstehen mit unserer ganzen Laienhaftigkeit der KünstlerInnen und dann aber mit unserem Anspruch, gesellschaftlich relevante Fragen zu stellen, vermischt, dann ist da durchaus immer wieder was Interessantes zusammengekommen. Und das war für mich immer das Wichtigste an dieser Akademie, dass man einen Ort kreiert, an dem man die Technologie nicht ablehnt. Das ist ja auch so ein Theaterdünkel, ne? Es steht ja der Mensch im Vordergrund und so, sie nicht ablehnt, aber auch nicht blind feiert, sondern zu sagt, was ist das eigentlich? Ich muss kurz protestieren. Ja. Nur die Jungen interessieren sich für neue Technologien. Nee. Nein, aber das war jetzt mehr ironisch gemeint. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was man gewohnt ist im Sinn von was die eigene Umgebung ist. Und ich nehme jetzt ein Beispiel aus einem anderen Bereich, der jetzt nicht so technologisch ist, aus dem Klang. Ja. Es gibt ganz wenige Leute, also jetzt quantitativ betrachtet, die sich wirklich mit zeitgenössischer Musik und mit experimenteller Musik beschäftigen und speziell also im Noise. Also wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist das einfach, für sehr viele Menschen ist es einfach Lärm. Ja? Und das hat was damit zu tun, dass man, man muss da rein, einen Weg finden dort hinein. Ja? Und ich habe das zum Beispiel mit jüngeren Menschen erlebt, die irgendwie nicht besonders begeistert waren, wenn ich ein Stück von mir vorgespielt habe. Unter anderem auch, als ich gesagt habe, die Art von Sound kennen sie nur aus Horrorfilmen. Und also ich würde damit nur sagen, also ganz viel von dem, was wir, die verschiedenen Wirs, die wir halt so sind, erleben, hat so viel mit dem zu tun, in welchen Kontexten wir unterwegs sind, womit man überhaupt in Kontakt kommt. Und wenn ich wenig Kontakt habe mit Technologie oder mit so jetzt, ich sage mal, digitalen Technologien, dann ist ja klar, dass da die Vorstellung darüber, was dann ein künstlerisches Projekt zum Beispiel in so einem Kontext sein könnte, da habe ich nichts, worin ich das einbetten kann. Ja, und da habe ich noch keinen Erfahrungswert und dann wird es total schwierig. Weil wenn ich in eine Ausstellung gehe, die Fotografie zeigt, egal ob das jetzt abstrakt oder konkret ist, weiß ich, das wird von mir erwartet, dass ich mich davor hinstelle und das anschaue. Also ich weiß einfach kulturell, wie das funktioniert. Ja, und mit ganz vielen von den neueren Technologien weiß man es nicht. Und bei den Virtual Reality Sachen finde ich es auch noch einfacher, unter Anführungszeichen, weil da sieht man, okay, da gibt es das Gerät, das muss ich mal aufsetzen und dann siege ich irgendwas. Ja. Mit Machine Learning zum Beispiel finde ich es schon wahnsinnig viel komplizierter, weil kaum jemand auf der Welt wirklich tatsächlich versteht, was diese Maschinen da dann eigentlich tun. Ja. Wir nutzen es als Werkzeug und es gibt irgendwie diesen Prozess, wo das Programm quasi was lernt, ja, und man dann halt doch wieder selber ästhetisch entscheidet oder ich ästhetisch dann entscheidet, das gefällt mir nicht, das macht noch einen Sinn oder das macht keinen Sinn mehr. Aber was da konkret passiert und wann der Moment von diesem Unlearning auch wieder passiert, ja, was ein Teil dieser ganzen Machine Learning Geschichte ist, das weiß man nicht. Und ich bin dann auch ich sage dann immer, die Kunst ist super, um solche Sachen auszuprobieren, weil es ist nicht schlimm, es ist überhaupt nicht tragisch, wenn das nicht funktioniert. Ja? Das Schlimmste ist, dass ein Stück nicht aufgeht, dass die Leute die Langeweile den Raum verlassen oder den Stream ausschalten oder was auch immer. Aber das ist nicht eine Operation am offenen Herzen. Also wir können experimentieren, weil das nicht, in dem Sinn ist es nicht gefährlich. Ja? Und das ist ja auch schön, dass man Bereiche um die Bücher in der Weise nicht gefährlich ist. Ja, also ich meine, ich habe nur ein sehr basisches Verständnis von Brecht und quasi gar kein Verständnis für Quantenphysik, um sich zu geben. Aber wenn was ich vielleicht von dir erfahren könnte, wäre, wenn du jetzt mit den beiden Zugängen über VR nachdenkst, was sind da Gedanken, die dir dazu kommen,
Weil jetzt für mich ist es zum Beispiel so, ich weiß von Brecht, es gibt diese Momente, auf jeden Fall ZuschauerInnen auch immer wieder daran zu erinnern, in welcher Situation sie sich gerade befinden, dass sie sich gerade in einem Theater befinden, welche Rolle sie dort einnehmen. Und im VR, denke ich, ist es halt, geht es sehr um dieses Immersive, wenn man versucht einzutauchen, was sind da so Sachen, wie geht sowas zusammen oder geht sowas zusammen? Schwierig. Ich weiß es nicht. Also auf gewisse Art, ohne sozusagen die neueste Generation der VR-Brillen beleidigen zu wollen, auf gewisse Art erinnert einen VR ja schon immer noch daran, dass sie VR ist und hat, also ja, macht einem, also irgendwie ist es einem schon immer deutlich, dass man jetzt nicht in der wirklichen Wirklichkeit ist. Aber das wird sich bestimmt ändern und denke ich. Und insofern ist es sehr anti-brechtisch. Ja? Ich habe auch noch kein Stück erlebt oder gesehen, bei dem sozusagen die Schauspieler und Schauspielerinnen diese Brillen aufhaben und das Publikum diese Brillen aufhat. Und kann, also ich muss drüber nachdenken, wie da die Interaktion funktioniert und auch das Zurückwerfen sozusagen auf die verschiedenen Rollen. Also das, was ich mir sozusagen langfristig vorstelle, von richtig guten VR-Systemen, ist eine gewisse Möglichkeit, die hier aufgemacht wird, wo die Grenze zwischen Publikum und Schauspielern und Schauspielerinnen eigentlich verschwinden kann. Also wo wir eine Ebene erreichen können, ich meine Star Trek, wenn man aufs Holodeck geht, ja, dann wird man zu einem Mitspieler, zu einer Mitspielerin in diesem Setting und ist nicht mehr diese Trennung zwischen Rezipienten und Rezipientinnen und denen, die da irgendwie Zeichen produzieren, die kann potenziell einfach verschwinden in dieser VR. Ja? Und dann, glaube ich, sind wir in einem postmodernen Theater. Also dann sind wir einen Schritt gegangen, der uns über das hinausbringt, was wir zurzeit machen. Also dazu nur so ein paar von meiner Puppentheatersicht aus vielleicht. Man kann ja natürlich die VR-Technologie, so wie ich sie jetzt gerade versuche, ein bisschen zu erforschen und auszuprobieren, was man dann machen kann, in beide Richtungen verwenden. Für uns als Puppentheater, oder für mich, der ich mit Puppentheater arbeite, ist es insofern interessant, als dass wir ja auch schon mit unserem bisherigen Medium tote Materie verwenden, ein Objekt verwenden und das zum Leben erwecken sozusagen und damit dieses Objekt komplett mit dieser Idee der Rolle befüllen. Und der Zuschauer, der glaubt uns das normalerweise. Obwohl er weiß, dass wir ihm hier was vorgaukeln. Der Puppenspieler steht daneben. Und das ist so eine stille Abmachung zwischen Publikum und uns als Theatermacher. Das ist jetzt die Figur, die wird jetzt auf diese Puppe projiziert. Und wenn wir das gut machen, normalerweise, dann ist nach einer Minute ist das klar. Jetzt können wir natürlich mit der VR-Technologie zum Beispiel auch versuchen, das Ganze mit digitalen Objekten zu machen. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass wir alle eine VR-Brille aufsetzen, das kann auch spannend sein, und dann gemeinsam in einem Raum, uns gemeinsam in einen anderen Raum begeben, den ich vielleicht auf der Bühne hier nicht darstellen könnte.
Aber es kann auch umgekehrt sein. Also ich kann diese VR-Brille auch, da gibt es auch schon einige Theaterprojekte, die das gemacht haben und das finde ich auch spannend. Also ich hoffe, dass das in einem der nächsten Projekte auch funktioniert. Dass eben die Schauspieler auch sichtbar fürs Publikum zum Beispiel so ein VR-Set aufsetzen und ich habe dann eine digitalisierte Puppe, die dann live entsteht vor den Augen des Publikums, die ich wiederum mit anderen 3D-Räumen projiziert verwenden kann und ich kann quasi miterleben, wie jemand digital in eine andere Welt steigt und sehe das. Also da gibt es wirklich, glaube ich, sehr spannende Überschneidungen vom Figurentheater. Eins noch vielleicht ganz kurz, wir haben begonnen daran zu arbeiten, eine Art virtuelles Puppenmuseum aufzubauen, wo man sich mit Desktop oder VR sozusagen auch treffen kann. Und da zum Beispiel finde ich spannend, weil du auch gesagt hast, diese Aufhebung zwischen wer spielt jetzt und wer ist Publikum. Da kann ich natürlich auch im Idealfall, wenn das dann besser technisch möglich ist, da kann ich mir dann als Besucher dieses Puppenmuseums selber einen Puppenavatar aussuchen und dann sehe ich wiederum die anderen Leute, die hier in meinem Puppenmuseum sind, als unsere Puppen schon und da verschwimmt dann natürlich sozusagen diese Darsteller- und Zuschauersicht, was ich ganz spannend finde. Also da, glaube ich, geht es wirklich in die verschiedensten Richtungen und das Puppentheater, glaube ich, ist da wirklich eine spannende Sache und ich freue mich da noch viel auszuprobieren. Ja, ich würde gerne diese Diskussion auch öffnen in den ZuschauerInnenraum hier vor Ort, beziehungsweise auch quasi an diejenigen, die vielleicht digital zuschauen, ob es Fragen vielleicht gibt hier in dieser Runde. Digital noch nicht. Gibt es im Publikum Fragen? Ja. Ich habe eine Frage. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das Theater lebt eigentlich davon, dass wenn das Publikum die Schauspieler physisch sieht. Jetzt mit Corona haben wir gemerkt und gelernt, wie leicht oder wie gut eigentlich die Technik dabei hilft, diese physischen Grenzen zu überwinden und die Illusion zu verschaffen, dass man jemanden sieht, der gar nicht im Raum ist. Gibt es eine Erwartung, dass das Theater möglicherweise in der Zukunft gar nicht mehr physisch ist, sondern in einem virtuellen Raum stattfindet? Und ich meine, ob das Wunsch ist, das ist eine andere Frage, wahrscheinlich hängt von den technischen Möglichkeiten ab, aber könnte das nicht auch zur Demokratisierung des Theaters führen, sodass mehr Leute zuschauen? Also wie wird darüber nachgedacht? Ich fange gleich mal an. Ich glaube nicht, dass es so ein Entweder-Oder ist. So wie ich mich total freue, euch heute halt gesehen zu haben, also weil das Stück wirklich toll ist und einfach auch, weil ich mich total freut habe, was live zu sehen. Ja. Das glaube ich, wird nie weggehen. Ja, und das ist eine ganz eigene Art von Erleben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich unglaublich froh bin, dass es die Technologie gibt, weil ich mir so viele Sachen anschauen kann, die ich mir sowieso nicht anschauen könnte, weil die irgendwo auf der Welt stattfinden, wo ich nicht hin kann. Ja? Nicht nur wegen Pandemie, sondern ich meine jetzt primär einfach ökonomische Gründe oder so. Und also insofern glaube ich, ist das einfach eine Möglichkeit, die, wenn man das in den jeweiligen Bereichen, wenn ich sagen Sparten, wenn wir das in den jeweiligen Bereichen gut schaffen, das gut zu machen. Und wie du auch gesagt hast, das braucht halt eine ganz andere Art von Infrastruktur. Ich meine, klar braucht auch ein Theater mit dem Raum, dem Licht, mit dem Ton, der ganzen Technik, dem Wissen, die Leute, die das auch betreuen müssen und so. Das passiert ja ganz viel im Hintergrund, was man, wenn man jetzt das Publikum wohin geht, ja nicht mitkriegt, weil man sozusagen, ich sage jetzt einmal nur, das sieht, was auf der Bühne passiert. Aber also das haben wir sowieso. Ja? Und ich denke halt, die Demokratisierung kann nur passieren, wenn Menschen das tun. Ja, wir haben die große Hoffnung gehabt, dass das Internet eine große Demokratisierungsmöglichkeit wäre. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das Internet ist, dann kann es das auch sein. Ja, aber das auch ist schon wesentlich kleiner als alles andere. Also ist die Demokratisierung, glaube ich, die Idee in der Haltung der Menschen, was sie tatsächlich mit dem tun, was ihnen zur Verfügung steht, würde ich sagen. Ich habe die Frage akustisch nicht ganz genau verstanden aus dem Publikum, aber aus der Antwort kann ich ein bisschen auf die Frage sprechen. Ich wollte nur
kurz erzählen. Ich bin vor 4 Jahren noch vor der Pandemie in Minsk gewesen, der Hauptstadt von Belarus, und habe dort Seminare gegeben für belarussische Theaterstudierende, die unter völlig anderen Bedingungen Theater studieren. Man kann sich es kaum vorstellen. Die arbeiten den ganzen Tag als Kellnerin oder jobben irgendwo, damit sie überleben, und treffen sich dann nachts in Garagen und so und machen sozusagen ihre Aufführungen teilweise in Hotelzimmern oder im Wald. Also es ist völlig, völlig beeindruckend gewesen. Und diese jungen Studierenden, die haben zu mir gesagt, warum streamen die Theater, damals habe ich noch in Deutschland gelebt, in Deutschland eigentlich nicht mehr. Wir würden so gern sehen, was dort passiert, Inszenierungen, Zugang haben. Wir können aber nicht, wir können es uns nicht leisten, beziehungsweise kriegen das Visum nicht. Fand ich einen interessanten Punkt, zumindest das ist eine sehr kleine Gruppe von Menschen, Theaterstudierende in Belarus, aber es gibt Leute, junge Menschen, die daran ein emanzipatorisches Interesse haben. Ja, also ich glaube auch, es ist so, wie du auch gesagt hast, es soll auf keinen Fall ein Entweder-Oder sein. Also wir haben das jetzt auch so kennengelernt in dieser Zeit, es ist was Neues, was ergänzen kann, und wenn das eben zu Demokratisierung oder zu Barrierefreiheit von Theater beiträgt, ist es natürlich das, was man sich natürlich auf jeden Fall wünscht. Also wir haben so eine Online-Vorstellung gehabt, wo wir auch so ein virtuelles Foyer da von uns irgendwie nachgebaut haben, und da ist ein wahnsinnig lieber Kollege von uns aus der Schweiz, wo wir oft im Theater spielen, der hat da teilgenommen, und der ist überhaupt kein wahnsinnig internetaffiner Technologie-Freak, aber der hat sich ja gefreut, dass er uns da irgendwie sieht, und hat gesagt, das ist toll, jetzt sitze ich in meinem Theater, da im Foyer, wir haben gar keine Vorstellung, und jetzt kann ich bei euch im Theater sein, obwohl ich es sonst nie schaffe, fast nach Wien zu kommen. Und das ist halt so natürlich eine Barrierefreiheit, die wir sonst nicht machen können, weil es kann nun mal nicht jeder immer nach Wien kommen und ins Schultheater kommen, obwohl es schön wäre. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es nichts ist, weil diese Angst vom Publikum, die haben wir schon auch gespürt, so, ach Gottes Willen, ihr macht jetzt was Digitales, wir nehmen euch jetzt nicht das geliebte Puppentheater, das wir ja auch lieben, weg, sondern es ist eine Erweiterung, und was auch eben, glaube ich, wenn man diese Instrumente kreativ nutzt, die sehr inspirierend sein können und wo man einfach in verschiedene Richtungen weiter denkt und im Idealfall eben in Richtung Demokratie und Freiheit geht und nicht umgekehrt. Und wie sind das vielleicht auch Erlebnisse, die du jetzt zum Teil gemacht hast, wenn es darum geht, halt eben so die Technik auch Menschen leichter zugänglich zu machen, auch Vorbehalte da zu erleben, was dann zum Beispiel Virtual Reality betrifft? Also ich erlebe wunderbare Momente, wenn ich Menschen das VR-Headset aufsetze. Ein berührender Moment war, dass jemand Freudentränen in den Augen hatte und so wirklich das erlebt hat, eben das erste Mal das gesehen und wirklich weinen musste, aber vor Freude, dieses nicht glauben zu können, wie es sich anfühlt, etwas hier in VR zu sehen. Also ich habe hier eigentlich ein Video gezeigt, ein 3D-Video in Virtual Reality, muss man sich vorstellen, man sieht ja 360 Grad, ich kann in alle Richtungen sehen, oder eben auch jetzt das neue Format VR 180 Grad, das entspricht unserem menschlichen Sichtfeld, aber eben so dargestellt, dass es plastisch wirkt, dass es naturalistisch wirkt. Also wenn der Schauspieler vor mir steht oder die Künstlerin, dann sehe ich sie vor mir, wie wenn sie halt in echt da stünde, weil eben auch die Technologie schon so weit ist, die Kameras sind jetzt schon so gut und wir verwenden jetzt hier auch eine Kamera, eine VR 180 Grad 3D-Kamera. Hier auf der Bühne bin ich genau hier gestanden und habe die Puppen abgefilmt aus Perspektiven, die sie im Publikum ja auch so nie haben können, weil sie sitzen eben hier meterweit entfernt, aber die Kamera rückt hier nahe ran, aus einem Grund, weil es auch anders zum Filmen funktioniert, als mit einer Kamera, die Zoom hat oder die weiter wegstehen kann. Also VR, also hier in dem Fall, die Filmtechnologie funktioniert anders als eben normale Kameras. Aber was ich damit sagen will, ist, dieses Erlebnis
ist eben eine Erweiterung. Simon, du hast das richtig gesagt und man kann es nicht oft genug sagen. Es ist eine Erweiterung zu dem, was Sie aus dem Publikum hier auf der Bühne erleben, was Sie im Nachhinein dann in einem Virtual Reality Headset sehen und da erleben. Und das geht ja in die Richtung, dass es eben eine Ergänzung ist, eine Erweiterung und ein neues Erlebnis, das Sie zusätzlich haben. Ja, eine weitere Frage. Ich wollte nur zu dem vorigen Punkt noch sagen, also ich finde beides sehr spannend. Auf der einen Seite die technische Erweiterung, aber ich würde mir wünschen, dass sozusagen uns nicht zu viel vom Live-Theater-Erlebnis so im Namen des Virus weggenommen wird, weil ich glaube, eine Ebene darf ich nicht vergessen. Theater besteht bei mir gerade, dass wir gehen raus, wir sprechen über das Stück. Ja? Und da gibt es zufällige Kombinationen, das kann, glaube ich, keine Technik ersetzen. Auch die Brille schränkt uns da irgendwo ein. Also ich würde mir wünschen, dass vielleicht sowas mit dieser Erweiterung auch in dem Theater stattfindet. Aber ich möchte nie das missen, dass man ins Theater geht, mit den Menschen redet, neue Menschen kennenlernt im Theater. Und das ist einfach eine Ebene, glaube ich, da wird uns die Technik wirklich erschlagen irgendwann, wenn wir nur mehr das hätten und nicht mehr. Oder wir haben auch gleich ein paar Worte über Stück gewechselt und so. Und das ist für mich lebendiges Theater. Und das glaube ich, die Technik da drinnen gern, und auch die Technik noch darüber hinaus in Anknüpfung. Aber ich glaube, dass zu viel, dass man uns dort zu viel wegnimmt von den früheren Erlebnissen, weil man das irgendwo eigentlich genau diese Zusammenkünfte von den Menschen eigentlich eingeschränkt hat, fände ich persönlich sehr schade. Das nur zu dem Punkt. Wobei vielleicht auch nur ganz kurz dazu, also auch das soll es natürlich nicht sein. Also das ist schon, im Idealfall ist es natürlich so, jemand, der vielleicht noch nicht ins Theater kommen würde, weil er vielleicht Puppentheater nicht kennt und oder sich vielleicht auch gar nicht so interessiert, hat aber eben vielleicht einen anderen Zugang, wenn er zum Beispiel ein digitales Format von uns sieht, und kommt dann trotzdem, und ich lerne ihn dann oder sie dann trotzdem kennen, weil er vielleicht einen anderen Erstkontakt hat zu diesem Medium. Und also es ist mir schon einmal auch passiert, gerade bei diesem Mozilla Hubs Projekt, dass ich da dann schon auch mit Leuten gesprochen habe und die dann nachher nicht nur Roboter Avatar, sondern auch irgendwann mal in live gesehen habe. Also das ist ja schon die Idee, eben diese Technologie nicht als Vereinsamung zu verwenden, sondern sie als erweiternde Kommunikation eigentlich zu verwenden. Ja. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage, dass eben die Jungen aufs Digitale stehen und die alten Generationen eher nicht. Vielleicht dann alle gemeint? Also ich glaube, das ist, das kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich da jetzt natürlich nicht, also die Studie sagt ja, die Oliver gesagt haben. Das ist vielleicht schon ein bisschen eine Generationenfrage, aber auch da, glaube ich, ist es ja das Ziel, die Generationen breiter zu erreichen. Also das wäre ja das Tolle, wenn wir zum Beispiel eine Hybridform im Theater haben, wo es vielleicht eine Szene gibt mit VR, die man gemeinsam im Raum sieht, dass vielleicht eine Generation, die das umgekehrt nicht verwenden würde, sich denkt, wow, cool, jetzt war ich da im Theater und habe da was Neues gesehen und habe mein Sichtfeld erweitert, und umgekehrt eine jüngere Generation, die eben dann vielleicht umgekehrt kommt und vielleicht über einen digitalen Zugang sagt, hey, wie cool wirkt denn diese Puppe da, das muss ich mir mal anschauen oder so. Also das ist ja, es sollte ja Generationen erweitern sein und nicht, also das ist halt so die Utopie immer vom Theatermacher wahrscheinlich, und nicht so die 14- bis 25-Jährigen, die schauen sich jetzt zu Hause am Schirm an und die anderen kommen ins Theater, sondern das Schöne wäre, der Wunsch wäre natürlich, dass sich das vermengt und vermischt. Ja, hier vorne war noch eine Frage.
Ja, total. Ich fand den Vergleich mit der Musik sehr spannend und ich kann mich noch selber erinnern, wie ich das erste Mal in einem neuen Musikstück gewesen bin. Ich glaube, es war Morton Feldman. Und ich weiß, dass ich damals gar nichts damit anfangen konnte. Horrormusik möglicherweise. Mittlerweile stehe ich tatsächlich darauf sehr. Ich kann mich erinnern, dass es für mich aber eine relativ harte Arbeit war, auch in erweiterte Formen von Musik auch reinzukommen. Genauso wie für mich zum Beispiel mittlerweile das Arbeiten vom Bildschirm in Remote Calls zum Alter gehört, kenne ich tatsächlich Leute, die nie reingekommen sind. Und ich sehe das nicht so ganz dunkel mit dem Zusammenkommen der Menschen. Ich sehe halt auch im Digitalen die Möglichkeit, dass Menschen zusammenkommen oder dass das Theater auch über den virtuellen Raum ausgebracht wird. Ich begrüße das auch sehr, also vor allem, ich bin selber auch Softwareentwickler. Allerdings betreibe ich, indem ich das Medium so auswähle, dass ich das streame oder eine VR-Brille aufsetze oder den Leuten eine VR-Brille aufsetze. Eigentlich eine Selektion schon. Wer kann dieses Theater konsumieren? Inwiefern, und das wäre jetzt meine Frage der Demokratisierung, dieses Aufgabe des Theaters, diesen Selektionsprozess etwas entgegenzuhalten, beziehungsweise darauf zu antworten, also ist das überhaupt Aufgabe des Theaters, das zu reflektieren? Oder soll das Theater einfach nur anbieten und schauen mal, was da rauskommt? Ich meine, ich bin ja jetzt nicht vom Theater, aber ich würde als Künstlerin einfach sagen, die Verantwortung haben wir alle. Also ich finde immer, wenn, also auch jetzt, und ich will jetzt diesen Topf eh nicht aufmachen, aber ich finde immer, wenn irgendwelche Dinge passieren, wo es eine Veränderung gibt, wo man einfach findet oder finden, da müssen wir als Gesellschaft und als Kollektive, ja, und auch als Individuen uns damit auseinandersetzen, dann muss man das machen. Und das muss man sowieso tun, egal womit man sich jetzt beruflich beschäftigt oder was die Hobbys sind oder wie auch immer, das finde ich, müssen alle tun. Und ich finde halt, dass in manchen Kunstbereichen sich manche Auseinandersetzungen halt eher anbieten als andere. Das Theater ist, aber ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass man das man jetzt wirklich im besten Sinn des Wortes, dass man das alles so gewohnt sind. Das ist so, wie ich vorhin gemeint habe mit der Fotoausstellung. Da wissen wir auch, wir wissen, wie das funktioniert. Also so vom Prinzip. Ja. Und da gibt es dann vielleicht Möglichkeiten, dass das Theater das machen kann. Aber speziell mit diesem, was sind einschließende und ausschließende Aktivitäten, glaube ich, geht es um alles. Ja. Das ist ja die Frage immer, in wie vielen Sprachen macht man was? Gibt es irgendwie, also muss die Erklärung von Software immer auf Englisch sein? Oder also zum Beispiel solche Dinge, ja, das ist auch was Ausschließendes. Und da hat man im Prinzip, finde ich, in jedem Aspekt haben wir einschließende und ausschließende Fakten, einmal so wie es ist. Und dann kann man sich darum kümmern, dass es weniger ausschließend wird. Oder dass ich einfach immer wieder mal überlege, okay, wer ist jetzt alle nicht da? Warum sind die Menschen, die nicht da sind, warum sind die jetzt nicht da? Ja? Und dann kann ich sagen, okay, da kommt man mit dem Rollstuhl nicht rein. Weiß ich nicht. Ja? Und das, da gibt es halt irgendwie Fakten, die man schafft mit dem Raum, den man schafft. Ja? Ich meine, das ist auch, du brauchst Strom und einen Internetzugang, damit du das anschauen kannst. Das ist auch nicht überall der Fall. Du brauchst eine Bandbreite, die das überhaupt möglich macht. Ja? Und. Also damit definiert man kleiner und kleiner und kleiner sozusagen immer mehr, wer das überhaupt sein kann. Aber indem man zumindest drüber nachdenkt und sagen, hey, okay, wie ist das jetzt eigentlich tatsächlich mit der Digitalisierungsmilliarde in Österreich und Breitband, wenn man nicht in einer Stadt lebt, ich meine, da hast du 56K-Modem. Ich meine, das ist wirklich wie eine Zeitreise, wenn man aufs Land fährt. Und das ist, weiß ich nicht, 20 Kilometer von da weg. Ja? Und das ist, wer kümmert sich da wirklich drum? Gibt es da irgendwie Initiativen von Leuten, die in der Stadt leben und sagen, ich möchte halt gern, dass du nicht immer mit dem Auto da reinpendeln musst, ja, vielleicht braucht man einen besseren öffentlichen Verkehr, fährt mit einer. Sondern es wäre cool, wenn du dir das von der Hamas anschauen könntest und mit und könntest, geht aber nicht, weil du also sozusagen die ganze Zeit der Bild stockt. Und da finde ich, also die Verantwortung finde ich haben wir alle. Vielleicht kann Herr Kerlin auch noch was dazu sagen, ja, was Publikum und digitales Theater betrifft. Genau, vielleicht an dich, Alexander. Eben, also ich hoffe, dass ich die Frage richtig repräsentiere, wenn ich sage, ein Teil von der Frage war eben auch, dass allein ja schon mit bestimmten technischen Mitteln immer auch ein Ausschluss natürlich einhergeht und
da die Frage, ob da jetzt in diesem Fall quasi auch ein Theater, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese Verantwortung anzunehmen oder auch dagegen etwas zu tun, quasi durch einen Ausschluss, der passiert, wenn man zum Beispiel jetzt einfach bestimmte digitale Mittel für eine Inszenierung voraussetzt. Ja, ich glaube, dass meine Vorrednerin dazu schon sehr richtige Sachen gesagt hat, weil die Institutionen produzieren Ausschlussmechanismen und ich glaube, die Institution, für die ich arbeite, ganz besonders, ne? Das sind diese Hochkulturtanker, die glaube ich, auf einer ganz bestimmten Ebene, das sieht man ja auch an dem Publikum, was einem dort begegnet und die Leute, die dort eben leider noch nicht hinkommen. Und ich beobachte seit einem guten Jahrzehnt oder seit länger schon den Diskurs darüber, wie man, was dann meine Kolleginnen und Kollegen so gerne bezeichnen als andere Stadtteile oder andere Schichten oder so ins Theater bekommt. Das ist schon ein Wert für viele Menschen, aber seit 15 Jahren scheitern jedenfalls die großen Institutionen krachend daran. Ne? Das ist jetzt ein bisschen eine andere Diskussion. Natürlich, ich kann nur so kleine Beobachtungen daran setzen, weil ich auch in der Frage gehört habe, dass eine Frage nach Generationen da drin hing. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass es beileibe nicht so ist, dass die jungen Leute wirklich die Jungen sind und die Alten, sondern es gibt sehr junge Alte und sehr alte Junge. Da sitzt man teilweise mit Maturanten im Gespräch über Theater und ist wirklich erstaunt, wo diese erzkonservativen, langweiligen Vorstellungen herkommen und ältere Generationen, die natürlich auch schon viel geschulter sind, über die Jahrzehnte viel, viel offener sind. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn ich jetzt mir angucke, wer das eigentlich ist, wer am Burgtheater gerade die Online-Angebote annimmt, jetzt im Bereich von Publikumsgesprächen, Einführung online oder sowas, das hat natürlich auch mit der Grundstruktur des Burgtheaterpublikums zu tun, da mache ich mir nichts vor, aber das sind schon eher die Leute 50 plus, die dann kommen, und zwar teilweise dreistellig zu solchen Formaten. Das beantwortet, ist keine generelle Aussage, sondern nur so kleine Beobachtungen. Also in einer meiner Studienaufenthalte in Neu-Delhi habe ich halt mal in einer indischen Straßentheatergruppe mitgespielt und da ging es natürlich ganz so dezidiert um die Demokratisierung, da ist man mal durch die Siedlung gelaufen, durch den Slum gelaufen und hat alle zusammengetrommelt, auf einem großen Platz, um sozusagen das Publikum zu versammeln fürs Stück. Und ich bin ja hier nicht der Experte fürs Theater. Aber was mir so, der Gedanke, die mir kommt, wenn ich euch so zuhöre allen, ist die Frage doch, ob man es schafft, aus den Häusern hinauszugehen, also aus den geschlossenen Räumen, auf die Straße hinauszugehen, ob das die VR-Brillen leisten können oder ob das die digitalen Technologien im Theater leisten können, das Theater sozusagen wirklich wieder aus dieser abgehobenen Hochkultur, aus diesen geschlossenen Häusern hinauszutragen auf die Straße, wo man das Publikum nicht zu sich kommen lässt, sondern zum Publikum geht. Also ob es diese Chance überhaupt, das ist sowas, was ich sozusagen jetzt so bauchgefühlsmäßig mir denken würde, diese Chance steckt in diesen digitalen Technologien vielleicht drin. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, würde ich mich sehr herzlich bedanken eben bei den Menschen, die mit mir hier dabei waren, bei Alexander, der zugeschaltet war, bei euch, die noch mitdiskutiert haben, und denke, dass wir das
vielleicht dann so halten können, wie jetzt vorhin auch als Wortbeitrag kurz gesagt wurde, dass man auch, wenn man aus dem Theater rausgeht, noch einen sozialen Aspekt hat, weiterzureden, miteinander zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank.